Neue Woche, neue News to go. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Wenn ihr mehr wissen wollt zu Mali und dem Militäreinsatz der Franzosen plus einem eventuellen Einsatz der deutschen Bundeswehr, dann solltet ihr hier klicken. Das ist nämlich Nachricht Nummer 1. Nachricht Nummer 2 heute dreht sich um eine Politikerin, die eventuell in die Fußstapfen von Karl Theodor zu Guttenberg getreten ist und abgeschrieben hat. Und wenn euch was interessiert zur Zahl des Tages, die sich um Bushido und seinen umstrittenen Twitter-Account dreht, dann könnt ihr hier klicken. Wir legen direkt los mit Nachricht Nummer 1 und Nachricht Nummer 1 kommt, wie schon gesagt, aus Mali. Mali ist ein westafrikanisches Land, um das es schon seit einer ganzen Weile Debatten gibt in der Politik. Denn Mali ist, wie leider viele Länder in Afrika, ein sehr, sehr instabiles Land. Das heißt, die Regierung dort ist nicht wirklich gefestigt, das Militär schafft es nicht, das Land zu kontrollieren und deswegen versuchen da gerade die Islamisten an die Macht zu kommen. Und aus europäischer Sicht ist das auch ein Problem, denn wenn die Islamisten dort an der Macht sind, beziehungsweise das Sagen haben, dann können sie aus Mali ihre Einsätze überall in der Welt koordinieren und können auch Terroreinsätze planen. Das zumindest ist die offizielle Version. Und natürlich ist es auch so, dass diese Islamisten die Bevölkerung terrorisieren und sie mit ihren wirklich sehr, sehr kruden Vorstellungen, wie man zu leben hat, sehr im Leben beeinträchtigen. Vor allem Frauen haben darunter sehr zu leiden. Das ist ein Grund, weshalb man jetzt in Frankreich gesagt hat, okay, das kann so nicht weitergehen in Mali, wir müssen denen helfen, wir müssen dem Militär helfen in Mali. Und deswegen sind die Franzosen seit einigen Tagen dort vor Ort und kämpfen gegen die Islamisten. Bisher vor allem aus der Luft, aber es soll wohl auch am Boden gekämpft werden und man hat schon erste kleine Erfolge erzielt. Das ist natürlich schon was ungewöhnlich, dass ein europäisches Land eingreift in Afrika und ein einziges Land nur, hat aber vor allem den Hintergrund, dass Frankreich früher Kolonialmacht war in diesem Land und deswegen lag es auf der Hand, dass die Franzosen hier auch eingreifen. Man spricht auch vor allem Französisch in Mali. Übrigens, wenn euch mehr zum Kolonialismus interessiert, dann könnt ihr auch hier klicken. Ich habe mal ein geschichtliches Video dazu gemacht vor einer Weile. Die Bundeswehr, die ist bisher dort nicht im Einsatz logischerweise und wenn es nach unserer Regierung geht, nach der deutschen Regierung geht, dann wird die Bundeswehr dort auch nicht eingesetzt. Das ist eine sehr gefährliche Sache dort, aber was die Regierung heute beschlossen hat, ist, es soll logistische Hilfe geben für die Franzosen. Logistische Hilfe, da kann man alles Mögliche drunter verstehen. Sieht wohl vor allem vor, dass man beim Transport helfen will und dass man eventuell auch Sanitäter und Ärzte nach Mali schickt. So ganz durch ist das noch nicht, aber offenbar ist Deutschland wohl auch bald an diesem Einsatz in Mali beteiligt, wenn auch nicht auf militärischer Basis. Das ist Nachricht Nummer 1. Die Deutschen sind wohl also auch bald in Mali aktiv. Nachricht Nummer 2 ist etwas lustiger, würde ich sie sogar sehr lustig, finde ich. Und die Nachricht Nummer 2 dreht sich um Ramona Popp. Ramona Popp hat nicht nur einen lustigen Nachnamen, sondern Ramona Popp ist auch Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus in Berlin. Und vielleicht erinnert ihr euch, letzte Woche habe ich euch am Donnerstag erzählt, dass es von den Grünen und von den Piraten, von der Linken, einen Antrag gab, Klaus Wowereit das Vertrauen zu entziehen, also einen Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister, gegen den regierenden Bürgermeister von Berlin. Am Donnerstag wurde der eingebracht, am Samstag wurde entschieden, Klaus Wowereit hat diesen Antrag überstanden und ist weiter Bürgermeister. Aber was interessant ist, ist, dass im Zuge dieser Debatte um den Antrag Ramona Popp ans Rednerpult gestiegen ist im Abgeordnetenhaus und eine flammende Rede gehalten hat. Wir können da mal kurz reinhören. Sehr geehrter Herr Wowereit, offensichtlich beanspruchen Sie für sich andere Maßstäbe als üblich. Sie weisen jede Verantwortung von sich und verweigern erst recht daraus, die Konsequenzen zu ziehen. Glauben Sie wirklich, alles richtig gemacht zu haben? Was heißt für Sie eigentlich politische Verantwortung, Herr Wowereit? Bedeutet politische Verantwortung für Sie, dass man nur die glanzvollen Dinge mitnimmt, wenn aber die Dinge schieflaufen, man jegliche Verantwortung von sich weist? Gut, man muss sagen, die beste Rednerin ist Ramona Popp nicht, aber sie ist offenbar auch nicht die beste Schreiberin. Denn, wie jetzt herauskam, hat Ramona Popp weite Teile ihrer Rede geklaut und abgeschrieben. Von einer Kollegin und auch noch von einer Kollegin von der CDU. Und zwar von Julia Klöckner. Julia Klöckner ist Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag in Rheinland-Pfalz. Und die hat vor einer Weile in einem ganz ähnlichen Fall, da ging es um den ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, um einen Misstrauensantrag gegen ihn, hat sie gesprochen. Und da wurden wirklich Teile wortwörtlich übernommen aus dieser Rede von Julia Klöckner von Ramona Popp.
hatte Ramona Popp nicht so viel Zeit, fand sie die Rede so gut, man weiß es nicht. Ich habe euch in der Infobox auf jeden Fall was verlinkt, wo ihr mal diese beiden Reden vergleichen könnt. Spiegel Online hat sich da die Mühe gemacht, das zusammenzutragen und ich finde das schon irgendwie lustig. Also niemand ist perfekt, nicht nur in der Schule wird abgeschrieben oder im Studium oder so, sondern auch in den politischen Parlamenten. Die Zahl des Tages heute ist die 286.000. Knapp 286.000 Follower hat Bushido bei Twitter. Diese 286.000 Follower sind ein bisschen weniger. Die haben in den letzten Tagen oder schon eigentlich letzten Wochen ein neues Profilbild von Bushido gesehen. Und zwar ist es dieses Bild hier. Dieses Bild ist eine Karte des Nahen Ostens. Ihr wisst ja, im Nahen Osten sind palästinensische Gebiete und Israel. Was zum Nahostkonflikt habe ich euch hier mal verlinkt, habe ich ein Video zugemacht. Und auf dieser Karte des Nahen Ostens ist Israel nicht drauf. Da ist nur Palästina drauf und drunter steht Free Palestine. Bushido engagiert sich also dafür, dass Palästina Recht bekommt in ja, Konflikt mit Israel, aber will Israel laut dieser Karte komplett von der Landkarte tilgen. Wahrscheinlich hat Bushido, das ist jetzt meine persönliche Meinung, einfach gar nicht darauf geachtet und ihm war einfach nur wichtig, Free Palestine zu sagen. Aber die Medien haben das dankbar aufgegriffen, nachdem sie es irgendwann entdeckt haben und daraus einen Riesenskandal gemacht. Bushido will Israel vernichten, war zum Beispiel zu lesen im Internet am Wochenende. Sogar der Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat sich dazu geäußert. Vor kurzem war er noch dickster Kumpel von Bushido. Jetzt hat er gesagt, Bushido soll das zurücknehmen und es wird sogar darüber diskutiert, ob man Bushido seinen Integrations-Bambi wegnehmen soll. Bushido selbst hat dazu vor kurzem getwittert, Bambi zu verkaufen. Ihm ist dieser Bambi also offenbar nicht so wichtig. Interessante Sache, das ist mal wieder so eine typisch aufgebauschte Mediensache. Aber mich würde natürlich auch interessieren, wie ihr das seht. Findet ihr diese Diskussion unnötig? Sagt ihr, also das ist ja kompletter Schwachsinn? Oder sagt ihr, nee, da hat Bushido wirklich einen Fehltritt geleistet und dafür muss er jetzt auch gerade stehen? Eure Meinung in den Kommentaren würde mich interessieren. Interessiert hat mich auch eure Meinung zum Video vom vergangenen Freitag. Ich wollte von euch wissen, Rassismus in Kinderbüchern oder sonst im Alltag, wo begegnet er einem, ohne dass es vielleicht wirklich Rassismus ist? Zum Beispiel Negerküsse oder wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Es ging da um Kinderbücher, die zensiert werden bzw. in denen rassistische Wörter ausgetauscht werden. Dazu hat KS meets HB geschrieben, ich finde die Änderung dieser Wörter im Sinne der Germanistik ziemlich traurig. Wenn Eltern und Kinder auf solche Wörter stießen, hatten sie ja die Chance, einen Duden zur Hand zu nehmen und zu schauen, was diese Wörter bedeuten, woher sie stammen und so weiter. Sie weckten also die Neugier an unserer Sprache. Aber mit der Einführung dieser Anpassung wird die Erinnerung an die alte deutsche Sprache und ihre Eigenarten nach und nach für die künftigen Generationen immer weiter in den Hintergrund geraten. Ähnlich sehen das die meisten von euch, was alle haben gesagt, also diese Zensur von Kinderbüchern ist eigentlich schwachsinnig. Wenn es euch immer noch unter den Nägeln brennt, dazu was zu sagen, dann könnt ihr das gerne in diesem Video vom Freitag machen. In dem es übrigens, das ist noch jetzt ganz am Schluss, auch um diesen voll tätowierten Mann ging, Wladimir Franz, der sich aufgestellt hat für die Präsidentschaftswahl in Tschechien. Knapp 7% hat er bekommen. Er wurde nicht zum Präsidenten von Tschechien gewählt. Das nur der Vollständigkeit halber. Morgen gibt es kein News2Go-Video, dafür ein Mirkos Meinung-Video. Unter anderem geht es um 30 Tage vegan leben. Könnt ihr schon mal gespannt sein, ich selbst bin es auch. Morgen Abend dann also dieses Video. Übermorgen keine News2Go, weil ich da gar keine Zeit habe. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss.